Und jetzt kann die Gruppenphase endlich starten. Jetzt gilt es, einen guten Start zu schaffen. Das könnte gefährlich werden. Volland! Leider etwas unplatziert, dieser Schuss, und der Torwart hält ihn problemlos. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse! Fällt das Tor doch noch! Keins. Guter Pass, das könnte Chance werden. Sabitzer! Zu unkontrolliert abgeschlossen. Die Kugel geht deutlich übers Gehäuse. Mustafi. Marco Reus. Wird das eine Torchance? Ah, da passt er nicht auf. Nicht. Reus! Da war er noch dran, aber es reicht nicht. Der Ball ist im Tor. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Ritzmeier. Das war einfach. Und er hat den Ball. Das Foul pfeift er natürlich ab. Geht ja gut los hier. Da gibt der Unparteiische gleich die Linie vor. Es gibt die Verwarnung. Und für das Foul konnte man die auch geben. Kann man mal versuchen aus der Entfernung. Aber ist natürlich schwer, von dort zu treffen. Er ist eigentlich ein guter Versuch, aber am Ende, ja, bin ich bei dir, ist das zu weit. Und hier jetzt ein Zweikampf. Und damit ist der Ball weg. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Ganz klar, da muss er Freistoß pfeifen. Volland! Den hält er super! Sie müssen jetzt konzentriert verteidigen bei dieser Ecke. Jetzt ist die Kugel weg. Dragovic. Er spielt den Pass zurück. Ritzmeier. Jetzt wird's gefährlich. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Schuss! Der geht daneben, aber kein schlechter Versuch. Und das aus der Distanz. Aber die kann er. Das hat er schon oft gezeigt. Mustafi. Jetzt ist er auf und davon. Marco Reus. Tor! Der Torhüter war dran, aber nicht mehr entscheidend. Seit seinem Treffer strotzt er nur so vor Selbstvertrauen. Und jetzt hat er den Doppelpack. Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Ashley Barnes. Davy Selke. Jetzt ist er durch. Da zieht er ab. Das ist der Treffer. Und mit dem 3:0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Keins. Da entscheidet er auf Foul. Es gibt Freistoß.
In der Szene muss er pfeifen. Einsatz war zu hart. Geis. Er versucht's. Den Ball hält er gut. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Da verlieren sie den Ball. Spielt den Ball direkt zurück. Ashley Barnes. Der Keeper hat den Ball, der war nicht platziert genug. Und Müller. Gut gemacht, vorbei am Abwehrspieler. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Er schießt, da ist er drin, ein tolles Tor. Eine einseitige Angelegenheit, das drückt auch das Ergebnis aus. Keins. Jetzt Özil. Schuss. Was für ein Tor! Den hat er gut platziert. Super gemacht, Buschi. Kann man wohl sagen, Wolf, mit ganz wenig Kraft und viel Gefühl versenkt. Ganz bittere Nummer mittlerweile. Jetzt steht's 5:0. Drei Minuten Nachspielzeit sind hier jetzt angezeigt. Gute Aktion, den Ball nimmt er locker auf. Macht er ihn! Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin. Er steht gut und hat den Ball. Und hier hat in Halbzeit 1 nur ein... Es wird eine Auswechslung geben. Und die zweite Hälfte vom Eröffnungsspiel läuft. Und ich bin mal gespannt, wie sich das hier entwickelt. Und Juricin. Da pfeift der Freistoß. Und Reus. Das ist jetzt eine Chance. Jetzt Reus! Volland! Und da haben wir es, das Tor! Und der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Und nun Özil. Und jetzt Müller. Da kam der Keeper nicht mehr richtig an den Ball. Er macht sein zweites Tor heute. Ganz starke Leistung. Also das ist eine Riesenaktion. Habe ich selten gesehen. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Sie liegen deutlich vorn. Da zieht er ab.
Das war schon der dritte Treffer von Reus. Einfach nicht aufzuhalten heute. Der ist heute richtig gut drauf, Buschi. Eine überragende Leistung, schon sein dritter Treffer. Sie liegen deutlich vorn. Bis hierhin ist es eine klare Nummer. Hinteregger. Keins. Gut gespielt. Ist das die Chance? Das macht er gut. Den Ball hält er fest. Gut reingespielt. Er holt sich die Flanke. Gut gemacht. Gut gemacht. Den Ball holt er sich. Da kommt der Schuss. Kein Problem für den Torhüter. Da konnte er sogar stehen bleiben. Und jetzt ein Schuss. Sie bekommen ihn nicht in den Griff heute. Das war der dritte Streich. Und damit hat er ein schönes Dreierpaketchen geschnürt. Und lässt sich völlig zu Recht von den Fans feiern. Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe verdient. Keins. Freistoß gibt's, aber vielleicht auch eine Verwarnung. Und jetzt muss er Dampf rausnehmen. Noch so ein Foul, dann geht er. Und das wäre natürlich ganz schlecht für die Mannschaft. Gerade den Torjäger frühzeitig zu verlieren. Oh, hier sieht man es nochmal ganz deutlich. Die Grätsche war alles andere als optimal. Da kann der Schiedsrichter gar nicht anders. So eine Grätsche musst du unterbinden. Keins. Dann schießt er ihn rein. Das kann er besser, aber vielleicht behindert ihn hier seine Verletzung doch zu sehr. Ja, Sie sollten über den Wechsel nachdenken, Wolf. Özil. Jetzt Volland. Er setzt sich durch und jetzt der Schuss. Tor! Der Torhüter war dran, aber nicht mehr entscheidend. Er ist heute richtig gut drauf. Er macht hier sein zweites Tor. Sie dominieren die Partie nach Belieben und das drückt sich mittlerweile auch im Spielstand aus. Hier gibt es für Sie heute nichts zu holen. Im Moment zumindest sind Sie in allen Belangen unterlegen und viel wird sich daran wohl auch nicht mehr ändern. Rewolf, das ist zu eindeutig. Jetzt geht es irgendwie darum, sich noch einigermaßen vernünftig aus der Affäre zu ziehen. Ah, da bleibt der Spieler liegen. Sieht nach Zerrung aus. Djuricin. Das gibt Freistoß, aber zeigt er auch eine Karte? Hummels sieht nach diesem Foul gelb. Keins. Und nun ein Schuss. Ball im Aus, Abstoß. Und jetzt.